Moin und herzlich willkommen. Ja, was macht man als Unternehmen Anfang der 80er Jahre zur Hochkonjunktur der Videospiele? Und wenn es dann immer noch Eltern gibt, die sich energisch jeglicher Unterhaltungselektronik im Haus verweigern? Na klar, man bringt die Videospiele als Brettspiel in die Kinderzimmer. Ja, Halleluja. Und wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das schauen wir uns gleich mal an. Und zunächst werfen wir dann einen Blick auf den Original-Spielautomaten. Viel Spaß dabei. Da geht schon los. Pac-Man muss versuchen, das Labyrinth leer zu fressen, darf sich dabei von den Geistern nicht erwischen lassen. Es sei denn, er frisst eine von den großen Pillen, dann kann er selbst Geister vertilgen und Extrapunkte einheimsen. Bevor wir schauen, wie man das als Brettspiel umgesetzt hat, schaut euch bitte nochmal ganz genau an, wie Pac-Man aussieht. Alles klar? Na dann mal los. Ja, das ist jetzt also Pac-Man als Brettspiel. Das spannende Kugelfresserspiel verspricht genauso viel Spaß wie das Spielhallen-Original, steht hier allerdings für Kinder 7 bis 14 Jahre, also ist nicht unbedingt für Erwachsene gedacht, das Spiel 2 bis 4 menschliche Spieler. Design ist aus 1982. Wir schauen mal hinein. Als erstes hier die Spielanleitung. Die ist im Karton abgedruckt, recht übersichtlich. Kann nicht verloren gehen. Sehr gut. Dann haben wir hier ein Spielbrett. Das sieht sehr nach Pac-Man aus, wie auf dem Automaten. Sind natürlich nicht die gleichen Mauern, aber optisch gelungen. Dann kommen wir schon zum Innenleben. Hier mal zwei Geisterchen, die auch knuddelig aussehen, passend zum Automaten. Und Kügelchen, ganz viele weiße Pillen zum Fressen und Powerpillen zum Geister vernaschen. Und dann haben wir vier Pac-Mans, denn bis zu vier Pac-Mans, menschliche Pac-Mans gleichzeitig, tummeln sich nachher auf dem Spielfeld. Und da ist eine Sache, die mir nicht gefällt, und zwar das Design von Pac-Man. A, der hat einen Kiefer, sieht man hier, und B, der hat Zähne. Kein Mensch weiß warum. Und ich hätte mir das auch optisch ein bisschen anders gewünscht. Ich improvisiere das mal. Also irgendwie so, ne? Das hat man nicht. Gut, müssen wir mit leben. Unten ist ein Loch drin. Das ist eine besondere Funktion. Die sehen wir gleich, wenn wir das Spiel aufgebaut haben. Und zum Pillensammeln hat jeder hier noch so einen schönen Spucknapf. Okay, wir bauen das Ganze mal auf. Ja. Aufgebaut. So sieht das aus. Gewürfelt wird mit zwei Würfeln. Der erste Spieler, gelb, hat ja schon gewürfelt, eine 5 und eine 4. Mit einem der Punktzahl, egal welcher, steuert er seine eigene Figur und mit der anderen Punktzahl ein Gespenst seiner Wahl. Und zwar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist die Sensation. Pac-Man frisst die Kugeln, wie beim Automaten. Ist das nicht Wahnsinn? Also das ist wirklich toll, sehr schick, unglaublich. Und mit der anderen Punktzahl wird jetzt ein Gespenst gezogen. Dann wäre der nächste Spieler dran, der würfelt mal wegen eine 3. 1, 2, 3 und eine 4 fürs Gespenst. 1, 2, 3, 4 und dann ist der nächste Spieler dran. Wenn jetzt ein Gespenst hier ein Pac-Man frisst, meinetwegen Rot hätte jetzt das Gespenst auf den Gelben setzen können, dann dürfte Rot hier zwei Kugeln stibitzen und der Pac-Man muss wieder zurück auf sein Startfeld. Oder der Pac-Man, der so eine gelbe Pille hat, frisst ein Gespenst, dann kommt das Gespenst in die Mitte zurück und der Pac-Man, der das Gespenst gefressen hat, der darf von irgendeinem Mitspieler zwei Kugeln klauen. Ja, das ist das ganze Spielprinzip und wie das in Action aussieht, das zeige ich jetzt. Ich habe hier mal ein Zwei-Spieler-Spiel durchgewürfelt und war überrascht, wie nah das optisch vom Spielablauf her am Originalautomaten ist. Das Spielprinzip selbst hingegen gefällt mir persönlich nur mäßig. Es bewegt sich so auf Mensch, ärgere dich nicht Niveau mit doch recht hohem Glücksanteil, aber für Kinder ist das durchaus in Ordnung. Ja, taugt das Spiel als Sammelobjekt vielleicht für Videospielfans? Also mir persönlich gefällt die Pac-Man-Figur, wie gezeigt, nicht so besonders, aber hey, es ist eine offizielle Lizenz und vor allem das erste Brettspiel, das von Pac-Man erschienen ist. Und das ist doch irgendwie charmant. Ja, das soll zu dem Spiel dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und hier sind ja noch ein paar Kartons. Vielleicht schaue ich mir das eine oder andere Spiel für euch nochmal an. Bis dahin, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.